Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben heute ein weiteres Ratalaika Game und zwar Summer with the Shiba Inu. Jetzt habe ich schon hier Sprachfehler. Das erste, was wir machen, ist natürlich in Preferences. Schauen uns hier die Einstellungen an. Ich habe dabei schon alles auf 100% so weit hoch. Gerade auch eben den Textspeed. Dann würde ich sagen, starten wir einfach. So, dann gehen wir natürlich hier auf R1, damit es hier alles skippt. Und da haben wir auch schon die erste Trophäe erhalten, und zwar Text Me Maybe. Und da müssen wir jetzt auch das allererste im Prinzip auswählen. Und da nehmen wir unter anderem einen Maybe Max will be getting out, und zwar das hier. Und bevor wir natürlich jetzt hier so die nächste Sache machen, machen wir erstmal Spielstand Nummer 1. So, und das machen wir übrigens mit Optionen auf. Machen hier erstmal Save Nummer 1. Jetzt können wir natürlich hier die nächste Antwort auswählen und können hier einfach weitermachen. Ihr seht schon, hier kommen hier fleißig die Trophäen. So, bevor wir natürlich gleich die nächste Antwort auswählen, sobald die da ist, machen wir den nächsten Save. Da machen wir Spielstand Nummer 2. Der kommt hier hin und können natürlich auch jetzt unsere Antwort auswählen. So, jetzt müssen wir viermal Calm Down.
So, als nächstes laden wir manuellen Spielstand Nummer 2, welchen wir erstellt haben. Das ist jetzt der hier. Warten jetzt nur kurz ab, bis die Trophäen hier aufgeploppt sind. So, jetzt. Jetzt kann man den hier laden. So, wieder viermal Calm Down. Und somit haben wir das nächste Ende. So, jetzt laden wir Spielstand Nummer 1. Und wählen hier die obere Antwort aus. Bevor wir natürlich dann das nächste auswählen, machen wir einen weiteren Speicherstand. Da kommt jetzt Speicherstand manuell Nummer 3. Dann machen wir hier drauf. Und an dieser Stelle nehmen wir jetzt einmal Lie, I'm Alone. So. An dieser Stelle laden wir Spielstand Nummer 3. So, jetzt haben wir Spielstand 3 geladen und machen an der Stelle hier weiter. Und machen hier Spielstand Nummer 4, welchen wir jetzt hier speichern und können jetzt unsere Antwort auswählen.
Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Part des Ganzen und laden Spielstand Nummer 4, welchen wir vorhin gemacht haben. Den laden wir jetzt einmal. So, damit haben wir auch den letzten Part fertig. Das letzte Ende. Somit die Platin. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr wollt, lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Könnt auch gerne ein Abo da lassen. Dann hören wir uns spätestens in einem weiteren Video, wenn wir mal wieder irgendwelche Trophäen Guides oder so machen oder eben halt wie meiste hier so Warships-Content. Und ja, bis dahin.